Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Diesmal gegen Kalil und was der für Pokémon am Start hat, das wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Viel Spaß und los geht's! Kalil möchte mit dir kämpfen. Okay, lass uns kämpfen. Ich starte mit meinem Sumpex. Und unser Gegner startet mit Rapid Dash. Das müsste ein Galopper sein. Ja, ein Shiny Galopper. Und das sieht in der Tat ziemlich, ziemlich majestätisch aus. Allerdings, es war klar, es wird ausgewechselt. Und dafür kommt in den Kampf Dragonier. Okay, jetzt meine Frage. Währenddessen sich Sumpex zu Mega Sumpex entwickelt. Dragonier mit Evolit? Oder einfach nur ein unentwickeltes Dragodan. Dem Schaden nach zu urteilen, ein nicht entwickeltes Dragodan. Deswegen kann auch Megasumpex nochmal angreifen mit dem Erdbeben. Und das war's für Dragonier. Genau. Tschüss, Dragonier. Anmutiges Pokémon. Hatte aber keine Chance. Als nächstes haben wir ein Viscora. Und ich bin echt ein Fan von Viscora. Allerdings, ja, ein unterentwickeltes Pokémon kann halt nicht sonderlich stark sein. Und deswegen war es das leider bereits. Schade um Viscora. Als nächstes haben wir ein Knagsel. Nochmal ein nicht entwickeltes Pokémon. Knackrack wäre eine Bedrohung gewesen, aber Knagsel, ich weiß nicht so recht. Kalil, was war der Plan dahinter? Habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt während dieses Kampfes, oder? Es muss wohl so sein, ja. Es muss wohl. Als nächstes sehen wir einen Cosmog. Und Cosmog habe ich bisher in der Tat noch nie in einem Online-Kampf gesehen, soweit ich mich erinnern kann. Deswegen habe ich diesen Kampf auch drin gelassen, beziehungsweise möchte ich den euch zeigen. Ja. Kurzes Schauspiel für Cosmog. Weg ist es und nun haben wir noch Galoppa und dann noch ein einziges Pokémon. Und ja, auch Galoppa dürfte für Megasumpex nicht wirklich eine Bedrohung sein. Allerdings kommt jetzt das Irrlicht und damit sinkt der Angriff von unserem Mega-Pokémon. Was ein wenig schade ist. Allerdings, das Erdbeben dürfte genug Damage machen, um Rapid Dash bzw. Galoppa zu vernichten. Nein, tut es nicht! Okay, da habe ich mich jetzt echt vertan. Ich hätte echt geglaubt, dass das reicht, aber scheinbar nicht. Als nächstes Morgengrauen von Galoppa. Das ist jetzt ein klitzekleines Problem, aber so viel KP werden nicht aufgefrischt. Und deswegen Kaskade, zack, und das dürfte es gewesen sein für Galoppa. Ja, das war's. Und nun haben wir nur noch ein Pokémon auf der gegnerischen Seite. Und das ist ein... Was ist das? Ein Logok in Shiny. Interessant, interessant, interessant. Und oh, seht euch das an. Mega-Pokémon gegen Mega-Pokémon. Und das sogar aus der gleichen Generation. Wunderbarer Kampf. Abgesehen davon, dass mein Pokémon nicht Shiny ist. Okay, erstmal Schutzschild. Einfach nur, damit mein Mega-Sumpex nicht angreifen kann und Schaden durch die Verbrennung nimmt. Gemeine Taktik, aber hey, wir sind doch ein kleines bisschen im Vorteil, trotz des Temposchubs von Mega Logok. Ja, es ist schneller versucht, nochmals Schutzschild, aber das ging daneben, hätte man sich denken können. Und nun kann Mega Sumpex nochmal angreifen mit dem Erdbeben. Und das macht fantastischen Schaden, wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt gespannt, ob Mega Logok nochmal zum Schutzschild greift. Wenn ja, wäre das nicht sehr klug. Wenn nein, muss es mir ziemlich guten Schaden machen. Fußtritt. Ja, Megasumpex hält das Ganze aus und kann noch mit der Kaskade angreifen. Und das dürfte es gewesen sein. Ja, das war's. Tschüss, Megalogok. Hat Spaß gemacht. Ja, das war's und du besiegst Kalil. Ja, Leute, ich weiß, da waren einige unterentwickelte Pokémon dabei, die eigentlich gar nicht so stark sein können und gar nicht so wirklich eine Chance hatten. Ich wollte euch diesen Kampf trotzdem zeigen. Wie gesagt, Viscora, ich mag es sehr. Cosmog habe ich bisher noch nie in einem Kampf gesehen. Und ein Shiny Galoppa sieht man auch nicht alle Tage.
Deswegen wollte ich euch das zeigen und eigentlich habe ich so den Grundgedanken, dass ich es ziemlich cool fände, in meinen Videos zu den Kämpfen in Pokémon Sonne und Mond gegen mindestens jede Pokémon-Art einmal gekämpft zu haben. Ja, das fände ich ziemlich cool und mit diesem Kampf habe ich so einige Pokémon abhaken können. Aber genug gelabt, Kalil, vielen Dank für diesen Kampf und euch Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!